Herzlichst willkommen zu einer weiteren Folge Spielerkehre in Pro Evolution Soccer 2018. Ich bin Sian und ich bin richtig hyped. Ich bin hyped, weil bei Liverpool scheint es zu funktionieren. Wir haben im Debütspiel unser Debüt-Tor geschossen und ja, jetzt sind wir leider gegen Arsenal nur auf der Bank. Macht aber nichts, würde ich sagen. Ich freue mich trotzdem, hier zu sein. Gegen Platz 1, gegen Manchester haben wir 2:0 gewonnen. Jetzt gegen Arsenal. Weiß gar nicht genau, wo die genau stehen jetzt, aber wir wollen nach oben arbeiten, dementsprechend lass uns einfach gewinnen. Wenn diese Folge hier rauskommt, müsste ich, glaube ich, gerade in Nordrhein-Westfalen sein und ich spiele das neue Pro Evolution Soccer 2019 an. Werde euch demnächst berichten können, wie es war. Freue ich mich schon drauf. Übrigens, wenn euch dieses Format hier gefällt, würde ich mich natürlich auch über eine Bewertung auf das Video sehr freuen. Wow, was ein Tor! 22. Minute, Liverpool geht in Führung. Ich sag euch, das Team ist so geil. Die spielen, ich guck den ja gerade hier zu. Und die spielen einfach so phänomenal. Ihr müsst euch das Tor angucken. Was ein geiler Pass und Wumms ins Tor. Peter Cech, keine Chance. Übrigens sind wir gerade heim an der Anfield Road. Ja. Da freue ich mich auch mal drauf. Hier einzulaufen, weil das ist bestimmt was richtig Geiles. Oh, Ausgleich. Dammit. Ja. Özil hat das Spiel gedreht. Arsenal führt 1:2. So, jetzt ist Halbzeit und ich bin wirklich gespannt, ob und wann ich eingewechselt werde. Mehr Ballbesitz, mehr Chancen. Arsenal zweimal gekontert quasi, mehr oder weniger. Und dadurch haben sie ihre Tore erzielt. Das ist ärgerlich. So, das Spiel ist vorbei. Leider haben wir keine Minute Einsatzzeit mehr bekommen. Wir verlieren 1:2. Es ist aber wirklich unglaublich, in wie wenig Folgen wir jetzt quasi wirklich weit vorankommen. Das finde ich eigentlich tatsächlich sogar auch ziemlich cool. Aber leider ist es jetzt wieder Platz 9. Das ist ärgerlich. Da haben wir jetzt wirklich richtig viel verloren. Spieltag 27 haben wir schon. Jetzt gegen Tottenham. Und da bin ich wieder in der Startaufstellung. Das ist echt verrückt, was die hier mit mir machen. Mit Startaufstellung und alles. Leider auswärts. Ich würde wirklich gerne mal in der Anfield Road auflaufen. Aber das werden wir auf jeden Fall noch machen. Da muss ich mir keine Sorgen machen. Hoffentlich. Außer wir verletzen uns. Aber ansonsten sehe ich da grünes Licht. Boah, Leute, wenn wir mit Liverpool ins Champions League Finale kommen würden. In Champions League Finale in der Spielerkarriere hatte ich ja noch gar nicht. Und das in echter Länge zu livestreamen, das wäre der absolute Hammer. Schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich meine, wir sind jetzt gerade erst im Achtelfinale, haben da noch nicht mal das erste Spiel gespielt. Aber trotzdem, also wenn ich allein schon der Gedanke daran, den finde ich so cool, dass, ja, das ist eine saugeile Vorstellung. Nein! Ich bin mir nicht sicher, ob er da, ich glaube, da, verdammt, ich glaube, ich habe da Dreieck gedrückt zum FIFA anfangen, aber das muss ich ja nicht machen. Und ja, da hat er scheinbar, obwohl ich noch Schuss gedrückt habe, den Startpass, glaube ich, gemacht. Sonst wäre das ein Stück weit besser gekommen. Kann ich mir gut vorstellen. Ah, shit. Ich glaube, das kann was werden in diesem Spiel. Jetzt nicht, zum Beispiel. Ach, das war... Das wollte ich so auch gar nicht. Also, ich habe eher mit dem Kopfball gerechnet, aber nicht, dass ich jetzt einen linken Fuß und Volley mache. Das war doof. Hätte ich das gewusst, hätte ich ihn angenommen. So, das ist jetzt aber ein Ball für mich. Und der ist daneben. Ach, Mann. Komm schon. Oh, in die Hände. Das war, ja, schon mal ein besserer Lauf und so. Jetzt noch präzise und wir erzielen ein Tor. Halbzeit 0:0, aber hier ist wirklich was drin in der Kiste, ja? Wir sind die bessere Mannschaft, nur die Chancen sind noch nicht so 1A, noch nicht ganz perfekt. Manchmal schaltet noch der letzte Pass. Wenn wir da jetzt so eine richtig gute Chance rauskriegen, dann bin ich mir sicher, dass ich da ein Tor erzielen kann. Jetzt! Nein! Das war sie vielleicht. Die unglaublich gute Chance. Oh, eigentlich echt stark. Oh, wir belagern die hier und das ist kein Abseits. Aber der Torwart war da. Das kann's
Nein, das ist doch. Wie hat er denn da jetzt gerade diesen Pass spielen können? Ach man. Jetzt nochmal eine Flankenchance. Er will einen Fallrückzieher machen oder Seilverzieher. Aber warum denn? Wieso will mein Spieler immer sowas Komisches machen? Schieß ihn doch einfach ins Tor, Mann. Okay, 87. Minute. Wurde ich jetzt ausgewechselt? Nee, nein, doch. Ja. Ja, ich glaube, das wird 0-0. 0-0, der Endstand. Ja, ich muss einfach auch sagen, also, wir hatten nicht wirklich, also, ja, halt bis auf die Flanken, da waren einige echt gut, mit, also mit einem guten Abschluss am Ende. Ansonsten hatten wir echt nicht wirklich krasse Chancen, wo der Ball so hätte reingehen müssen unbedingt. Ja, deswegen ist es halt so ein bisschen doof. Ich hätte mir ein Tor gewünscht, hätte es, glaube ich, auch verdient. Oh, jetzt ist viel Zeit. 28. Spieltag. Und dann Champions League. Das wird dann wahrscheinlich die nächste Folge sein, gehe ich mal von aus. Wieder Startaufstellung. Ich hoffe, ich verhaue mir jetzt nicht meine gute Kondition, um gegen Mailand zu spielen, indem ich jetzt hier... Oh, aber meine Form ist grandios. Das ist gut. Und gegen die Mannschaft, ich weiß nicht, wie gut die ist. Das ist leider hier nicht lizenziert. Ansonsten habe ich ja mit Mods eigentlich alles lizenziert, aber das hat... Funktioniert irgendwie in der Premier League, hat das nicht so richtig funktioniert. Also da sind einige, aber halt nicht alle. Das ist ein bisschen doof. Scheiße, jetzt habe ich es vermasselt, mir das Einlaufen hier in der Anfield Road oder an der Anfield Road mir anzuschauen. Weil das ist ja auch richtig original und der Pass ist zu weit. Oh ja, das kann jetzt was werden. Das ist die Bayern-Situation, die ich häufig geübt habe. Einer gegen ganz, ganz viele. Ich kann mich durchsetzen! Tor, 24. Minute. Da hat es sich gelohnt, für Bayern München auf dem Platz zu stehen. Nämlich, das habe ich gelernt, mich gegen mehrere durchsetzen zu können. So, das kann jetzt was richtig Gutes werden. Ja, ich glaube, mein Mitspieler hat es da deftig vermasselt. 1-0 zur Halbzeit, das ist schon mal erstmal eine positive Geschichte. Weniger Ballbesitz haben wir aber trotzdem, also es ist noch nicht wirklich viel passiert. Wir arbeiten daran, dass noch mehr passiert. Wieder ein Ball abgefangen und jetzt geht der Sprint mal wieder los. Aber ich lege den Ball zum Gegner, perfekt. Nein! Aber schöner Spielzug, das war ein schöner Spielzug. Selber quasi mit eingeleitet und dann... Leider halt der Winkel nicht optimal daneben. 1 gegen 2 gegen 3 gegen 4. Wieder den Ball erobert. Diesmal nicht abgefangen, sondern tatsächlich... Oh. Jawohl, das ist eine Chance. Und das ist der schwache linke Fuß. Und das ist richtig knapp. Das war richtig knapp. Ein paar Extra-Einheiten mit dem linken Fuß. Und der Ball wäre drin. Hier sehen wir es nochmal. Jawohl. Spiel vorbei, 1-0 ist der Endstand, wir gewinnen an der Anfield Road. Spieler des Tages sind wir auch geworden, also von Start an funktioniert das in, ja, bei 3 Spielen in der Startaufstellung waren wir bis jetzt 2-mal Spieler des Tages und in 3 Einsätzen auch 2 Tore. Schon mal keine schlechte Statistik. In der Tabelle konnten wir leider trotzdem nicht steigen. Jetzt wird's spannend. Hinspiel, wir sind als erstes auswärts. Ich stehe in der Startaufstellung. Uiuiui, Leute, Leute, Leute. Das kann ich leider nicht zeigen, dann wird mein Video gesperrt. Das wird, glaube ich, richtig cool. Und das Bild ist auch richtig cool. Oh Leute, ich freue mich auf die nächste Folge. Schaltet wieder ein. Eine Bewertung auf dieses Video wäre richtig nice. Falls ihr noch nicht abonniert habt, könnt ihr das jetzt auch noch machen, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst. Auf der rechten Seite kommt ihr noch zur Playlist. Da sind die älteren Folgen auch noch mit dabei. Also, jetzt haut rein. Viel Spaß noch. Ciao.